Beat Gerber, Verteidiger beim SCB, bin 35. Ich spiele momentan die 15. Saison beim SCB. Alles angefangen hat hier in Oberlangenegg. Ja, ein Nachwuchstrainer hat mich mal eingeladen in ein Probetraining. Und das hat mich, die Ausrüstung und so, hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt auch Eishockey spielen wollte. Und dann nach dem Probetraining ist es weitergegangen. Ich habe zum Club beitreten und die Eisbahn hat dann schon noch etwas anders ausgesehen, als ich hier angefangen habe. Ich hatte Natur-Eis, Holzbanden und es war noch speziell. Ich war nicht so verwöhnt, wie es vielleicht andere Spieler am Anfang schon in einer ganz grossen Halle spielen konnten. Man musste immer auf das Wetter schauen, man konnte nicht immer trainieren. Man musste immer auf einen Anrufbeantworter anrufen, ob überhaupt Training ist, wenn es geregnet ist oder Schnee gegeben. Wir hatten kein Training. Und, das hat ihm schon noch etwas abgehärtet und der Biss gegeben, um dann weiterzukommen. Es war noch speziell, als ich dann das erste Mal in die Garderobe reingelaufen bin. Zu lange noch, die anderen haben mich schon komisch angeschaut. Dann war es noch nicht so gang und gäbe. Wir waren schon am Anfang schon etwas Aussenseiter. Man hat sich natürlich mit Leistungen und so aufkämpfen in der Hierarchie, die wir in der Mannschaft hatten. Und, es hat gut funktioniert und den Biss habe ich eigentlich nie verloren, als ich hier gelernt habe. Es ist schon noch speziell, wenn man da zurückdenkt, wo man eigentlich mal gestartet hat, die ersten Bewegungen auf dem Eis gemacht und dann gewinnt man einen Meistertitel. Es ist schon ganz speziell, wenn man den Weg sieht, wo man durchlaufen hat. Und, ich komme aber auch noch immer gerne hier zurück und dort, wo alles angefangen hat. Ich war schon eher ruhiger, also so in eigener Erinnerung, immer ruhiger. Und wenn man eigentlich etwas von ihm wissen wollte, ist es heute noch ein bisschen, man muss einfach fragen. Und dann kommt es. Aber er ist nicht der Typ, der eben herkommt und ich bin jetzt da, hört mal. Er war einfach immer ruhig, fokussiert auf seine Bücher, die er gemacht hat, ob das auf dem Eis war oder nicht. Er hat ja hier eben die Lehre gemacht und es war zwar die Halbzeit, eigentlich war er abwesend. Aber ja, vielleicht, wenn er dann mal die Karriere beendet, kommt er dann wieder hier. Kannst du erinnern, ja. Ja, sehr glücklich. Da bin ich noch mal zwei weitere Jahre. Also mit dieser Saison fast drei Jahre beim SCB. Jetzt noch mit 35 ist es nicht selbstverständlich, dass man noch auf diesem Niveau spielen kann. Und, der Körper macht immer noch gut mit, fühle mich sehr gut. Und, ja, ich freue mich auf die weiteren Jahre mit dem SCB zusammen.